Ich bin der Niklaus Hess. Ich bin der Cyril Rausch. Ich bin der Simon Rausch. Ich bin der Thomas Hegner. Und wir sind jetzt auf unserer zweiten Schweizreise! Wir gehen wieder ganz viele Leute besuchen in der ganzen Schweiz. Und wir haben riesen Applaus und freuen uns auf eine super coole Woche. Hey! Also jetzt Region Nidwalden, hä? Ja, jetzt gehst du Autobahn. Sehr schön. Wir fahren sind perfekt im Zeitplan. Also ist jetzt eigentlich unser erster Termin. Wir gehen jetzt drei Mädchen überraschen. Von Schäubers, vom Thomas Schäuber von den Nidwaldener Buben. Und die Mutter ist Claudia Lüthi von Tanzboden. Und jetzt gehen wir die drei Mädchen, die Marisa, die Eliane und Diana, in der Schule überraschen, dass sie früher aus haben. Kannst du auch einen Schaffisch machen? Komm, ich will anfangen. Ja, ey, schau mal, wie mich da verwöhnt werden. Sie hat zwar gesagt, wir wollen nichts, aber sie hat jetzt gesagt, danke für mich. Was sind so die Hauptunterschiede zwischen euch? Die Gurt mache ich jetzt nicht auf, aber. Nein! Der Cyril hat schmälere Gesicht als der Simon. Das, ich merke mir mal, also ja, ich kann es nicht aber der Mal, du hast ein schmälere Gesicht. Ihr habt ja super CD gemacht, übrigens gefällt mir super. Vielmals, habe ich schon viel gehört jetzt. Und ich habe jetzt gesehen, du hast reingeschrieben, als Vorbild hast du mich reingetan. Ich dachte, ich überreiche dir so ein kleines Geschenk. Herrlich! Und sie ist so, ja. Hey, danke vielmals. Weisst du dir, weil ich einfach so schön Schweizerreis. Herrlich! Ich höre die Musik schon seit ich ein kleiner Bub bin. Und ja, es ist... Ein unglaubliches Gefühl eigentlich. Also ich kann es noch nicht so verarbeiten. Irgendwie so ein bedeutet dir das viel, dass er auch die auf dem Schirm hatte? Ja, schon sehr. Ja. Schon ein bisschen, ja. Nein, man denkt immer, ja, vielleicht kennt einem schon jemand, aber man denkt, dass einem so jemand gleich auch kennt und weiss, wer man ist, das ist. Ja, Simon Töhler, macht einem auch hohen Stolz. Hohe halt. Okay. Freude. Jetzt sind wir vorher eingeladen gewesen bis Schäubers auf das Mittag. Und jetzt sind wir hier oberhalb von Stanz auf dem Wanghof. Und wir haben hier Stubete zusammen mit Schäubers, mit Schälins und mit all diesen Mädchen, mit den Jodelgirls nennt sie sich. Jetzt hören wir Ständli von Thomas Schäuber, von der legendären Nidwalderbuben. Und vom Erwin Schäli, er spielt bei Adlergruss. Und von der Claudia Lüthi, sie spielt bei Tanzboden. Und vom Thomas Segler, das ist Ständli. Es war herrlich, vor allem so viele herzige kleine Mädchen, die sich so Mühe geben für die Volksmusik. Gerade an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an alle dort. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir so etwas beistellen. Und nachher gehen wir zu Wildiger raus. Das Fest pro vorprogrammiert bei denen. Nicht? Und darum freue ich uns auch. Er ist und ja. Gurtet euch an! Nimm den Tasten! Es schießt mich an so mit euch! Es kann nicht sein, dass ich mit 100 auf der Autobahn fahre und ihr nicht euch nicht angurten müsst! Seid ihr eigentlich lebensmüde? Ich bin doch da nicht der Versicherungsheini von euch! Thomas?
Wie ist Autofahren mit diesen Karten? Ja, jetzt ist es. Jetzt sind wir noch nicht so weit gefahren. Die 10 Minuten sind jetzt gegangen. Nein, du. Ich bin zurückgefahren, dann könnten morgen die anderen machen. Ich muss dann nachher bloggen. Aber nein, nein. Das geht aber schon. Schau mal an mich an. Hey, Louis Hegner, Hurenschön sind ihr da. Feichere Schweizer Reis. Das ist ein Probenheim von Ländlertrio Wildegruss, Ländlertrio Begriedegruss. Es ist eine riesen Ehre, mit Vorbildern dürfen auch Zeit zu verbringen. Und wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend und danke noch, dass wir hier dürfen. Ja, danke. Business erledigt. Ja, jetzt geht es dann erst los. Bist du ein bisschen nervös? Ja, schon ein bisschen, ja, ehrlich gesagt. Ja. Warum? Ich sage jetzt vor 5-6 Jahren, da habe ich einmal im YouTube immer ein paar Aufnahmen geschaut. Und das ist immer von den Personen, die jetzt eigentlich hier reinhocken, die wir jetzt heute schon gesehen haben. Das sind nicht mehr alles die Musikanten, die man kennt. Oder, ja, das sind halt für einen Vorbilder. Und dann ist man halt schon nervös, weil sie das Beste geben und von denen auch ein bisschen brillieren und gut abzuschneiden und gute Musik zu machen. Und ja, das ist halt einfach, dann ist man schon ein bisschen nervös, ja. Eine scheiß Freude, dass wir heute den Tag so beenden. Morgen geht es weiter, Luzern und Bern, und wir freuen uns auf das. Aber jetzt lassen wir zuerst den Radio ausklingen und ja, haben es einfach gut miteinander.